Willkommen im Basic 2 Video zum Thema Bewegungsaufgaben. Mein Name ist Nerma und ich werde dich in diesem Video durch die Berechnung einer Bewegungsaufgabe begleiten. Falls du die vorherigen Videos zu diesem Thema noch nicht gesehen hast, findest du sie in der Infobox verlinkt. Lass uns also starten. Im Intro-Video haben wir begonnen, eine Aufgabe zu bearbeiten, in der zwei Personen einander entgegenfahren, bis sie sich treffen. Falls du dich nicht mehr so gut an die Angabe erinnern kannst, drücke jetzt auf Stopp und lese sie dir durch. Ich werde natürlich warten. Jetzt können wir mit der Berechnung starten. Du erinnerst dich bestimmt an die Tabelle aus dem Intro-Video. Wir haben die Informationen aus der Angabe in die Tabelle übertragen. Nun sollen wir uns berechnen, nach wie vielen Stunden sich Marie und Jakob treffen. Das heißt, wir suchen unser x, also die Zeit, die sie bis zum Treffen brauchen. Wie im Basic 1 Video werden wir auch hier mittels einer Gleichung zur Lösung kommen. Wie du an der Skizze erkennen kannst, ist die Gesamtstrecke, also die 45 Kilometer, gleich lang wie der Weg von Marie plus der Weg von Jakob. Aufgaben dieser Art werden also so gelöst, indem man den Weg von Marie mit dem Weg von Jakob addiert und ihn dann mit der Gesamtstrecke gleichsetzt. Das ergibt dann folgende Gleichung. Also Weg von Marie plus Weg von Jakob ist gleich Gesamtstrecke. Erinnere dich nun an die Formel Weg ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit. Versuche selbst, die Formel für den Weg von Marie und den Weg von Jakob zu ermitteln. Drücke dafür auf Stopp. Es ergibt sich also für den Weg von Marie, Strecke Marie ist gleich 40 mal x, weil Marie ja mit 40 Kilometern pro Stunde fährt. Und für die Strecke von Jakob ergibt sich 50 mal x, weil er mit 50 Kilometern pro Stunde fährt. Für die Zeit haben wir für beide die Variable x verwendet, da wir nur wissen, dass sie gleichzeitig wegfahren. Ja, es ergibt sich also dann folgende Gleichung. Sm, was ja für die Strecke von Marie steht, plus Sj ist gleich 45. Ja, wenn wir da einsetzen, das heißt Sm ist ja die Geschwindigkeit von Marie mal die Zeit von Marie, plus für Sj verwenden wir ja auch die gleiche Formel, also Geschwindigkeit von Jakob mal Zeit von Jakob ist gleich 45. Und das haben wir oben bereits ermittelt, das heißt 40 mal x plus 50 mal x ist gleich 45. Somit haben wir die Gleichung zu dieser Aufgabe fertig aufgestellt. Im nächsten Schritt geht es wieder darum, die Gleichung nach x aufzulösen. Du nimmst am besten Papier und Stift und versuchst die Gleichung selbstständig zu lösen. Ich warte auf dich. Vergleichen wir gemeinsam. Wir haben 40x plus 50x ist gleich 45 und die 40x plus die 50x ergeben natürlich 90x. Und um ein x herauszufinden, müssen wir die komplette Gleichung durch 90 dividieren, das heißt beide Seiten der Gleichung durch 90 dividieren. Das ergibt dann x ist gleich 45 Neunzigstel und gekürzt durch die Zahl 45 ergibt es dann x ist gleich ein halbes. Jetzt, wo wir unser x ermittelt haben, erinnern wir uns an die Fragestellung zurück. Berechne, nach wie vielen Stunden sie sich endlich treffen. Wenn wir uns unsere Tabelle anschauen, so sehen wir, dass unser x für die Zeit von Marie und Jakob steht. Das heißt, das von uns ermittelte x steht für die Zeit, die die beiden bis zum Aufeinandertreffen brauchen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist die Summe der Strecken von Marie und Jakob gleich der Gesamtstrecke. Marie und Jakob treffen sich also nach einer halben Stunde. Ergänzen wir die Aufgabe um eine weitere Frage.
Wie viele Kilometer hat jeder bis zum Aufeinandertreffen zurückgelegt? Kilometer ist eine Längeneinheit. Das bedeutet, wir möchten die Strecke der beiden bis zum Aufeinandertreffen ermitteln. Wir brauchen also wieder unsere Streckenformel. Einmal für die Strecke von Marie bis zum Aufeinandertreffen und einmal für die Strecke von Jakob. Wir haben die doch vorher schon ermittelt. Du erinnerst dich, die Strecke ist die Geschwindigkeit mal die Zeit. Das heißt, die Strecke von Marie ist die Geschwindigkeit von Marie mal der Zeit von Marie. Und eingesetzt ergibt es dann 40 mal x. Genau das gleiche machen wir bei Jakob. Und somit ergibt sich für die Strecke von Jakob 50 mal x. Doch wir sollen uns die Strecke bis zum Aufeinandertreffen ermitteln. Wir wissen, dass die beiden sich nach einer halben Stunde treffen. Das bedeutet, Marie fährt eine halbe Stunde lang mit einer Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde, bis sie Jakob endlich trifft. Und Jakob fährt mit 50 km pro Stunde eine halbe Stunde lang, bis er Marie endlich trifft. Das heißt, für die Strecke bis zum Aufeinandertreffen setzen wir ganz einfach für die Zeit eine halbe Stunde ein. Das heißt, ein halb. Das ergibt sich dann bei Marie als die Formel 40 mal ein halb. Und das Ergebnis dazu ist dann natürlich 20 Kilometer. Bei Jakob ergibt sich 50 mal ein halb und die Strecke 25 Kilometer. Das heißt, die Antwort ist, Marie legt 20 Kilometer und Jakob legt 25 Kilometer bis zum Aufeinandertreffen zurück. Nun haben wir die zweite Aufgabe mit einer Bonusfrage gelöst. Ja, und weil Jakob schneller fährt, legt er natürlich in der gleichen Zeit eine längere Strecke zurück. Um das bis jetzt Erlernte zu üben, treffen wir uns im Mastery-Video.